Okay, was tut sie noch? Oh. Okay. Okay, jetzt hast du es dir verscherzt. Oh je. Vertragt euch alle. Komm, Herz, schnell, schnell, Herz, Herz, Herz. Mero Mello. Aber das war urdumm, das war. Warum war das dumm? Nein, das war gut. Mero Mero Mello. Und dann in der nächsten Folge, die Wiederholung von derselben Szene. Okay. Mero Mero Liebesstrahl. Wirklich? Ja, da habe ich schon mein Glauben an die Übersetzung war da schon am Boden. Aber Okay. dann war es eh gut. Aber ich weiß nicht, wieso das da einmal Okay. so ein komisches. Ja. Keine Ahnung. Okay. Aber es hat mich schwer getroffen. Okay. Also vertragt euch jetzt alle wieder im Chat. Floris, krieg dich ein. Krieg dich ein. Wir sind ja nicht im Zirkus. Zirkus, ich Ja. hab gedacht, du sagst, wie so im Zoo. Wieder im Zoo. Ja, da geht's auch zu. Warte. Von wo stammt das? Was? Mero Mero Mello. Jetzt ist von One Piece. Das macht immer Boa Hancock, Warte, jetzt haben wir den wenn Kopf. sie will, dass sich alle in sie verlieben. Und das ist ja ihre einzige Waffe, scheinbar. Also. Nein, die können die Leute in Stein verwandeln. Achso. Ja. Ja. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Okay. Außerdem hat sie auch Haki, das ist nicht die einzige. Echt? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Raute Schmalspur-Pirat. Was heißt das, dass man sich mit One Piece nicht auskennt? Ja. Das mit mehr und mehr. So, ich bin wieder da. Hoffentlich leckt es jetzt nicht mehr. Ja, Floris, wir wissen ja alle, was du in der Aber Zwischenzeit getrieben hast. wir dürfen ihn jetzt bannen, weil er lügt jetzt eigentlich. Ah ja, stimmt. Er hat sie jetzt selbst Das belogen. Er hat sich selbst belogen. Das nein. das Ärgste, oder? Nein. Ich kenne mich gar nicht mehr aus in der Welt jetzt Nein. eigentlich. Floris, du hast dich jetzt selbst enttarnt. So. Enttarnt ist das lustige Wort. Ah, also ich muss noch viel über One Piece nachholen. Letoon sagt, natürlich, hat sie Haki. Letoon kennt sich aus mit One Piece. Ja, er ist kein Schmalspurpirat heute. Letoon Raute, beziehungsweise ich muss den Witz erklären für alle, die ihn noch nicht kennen. Also es gibt immer Hashtag, aber wir sagen statt Hashtag Raute. Ja, wir Ich hoffe, das muss ich nicht erklären. Ich traue es eigentlich allen zu, dass das jeder so Wow, versteht. wow, wow. Wieso hast du es denn tatsächlich? Ja, weil ich nett bin. Weil ich nett bin. Ja, weil das die Raute-Taste ist Ja. am alten Telefon. Ja. Also. Oh. Bei Letun muss ich sagen, Raute, kein Schmalspurpirat. Ja. Ja. Nein, das ist das Gegenteil. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Du hast gesagt, dein Router geht nicht, aber dann hast du dich als der stinkt, angemeldet. Und dann hast du gesagt, du bist So, wieder da. vielleicht müssten wir dagegen schießen. Das gibt's ja nicht. Nein. Herr Floris, wir nehmen es dir nicht übel, wir machen hier nur Spaß. Es sind hier. Wir tragen Hüte. Ich nicht. Ja, schnell, setz ihn auf. Ich hab ihn weggeworfen. So, Danke. Wir tragen Hüte. Was ist das für ein Hüte? Das alle wissen, wir tragen Hüte. Was wir sagen, ist eh nicht ernst. Alles, was wir sagen, was negativ ist, ist nicht ernst. Von uns kommt nur Positives. Das ist es hier. Warte, geh Fanta. Fanta. Es gab mal die Fanta-Werbung mit Bambucha. Yeah, das wäre die beste Fanta. Ja, Was ist das für ein Bambucha. Hut? Es ist der Cowboy-Hut. So. Es ist der Cowboy-Hut. Hey, Leute, warum streitet ihr euch denn so? Der Hut ist es aber nicht. So. Nein. Das ist so ein lustiges Zitat. Hey, Leute, warum streitet ihr euch denn so? Er sagt es aber ohne Leute. Er sagt nur, hey, warum streitet ihr euch denn so? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss jetzt. Ach, du rennst ja auch wieder nur im Kreise. Im Kreis, im Kreis. Gekringelt, genäuscht. Die sehen so riesig aus, sind aber trotzdem schwach. Ups, ich darf keine Eisstacheln machen. Nur die Zapfen von unten machen. Stalagmiten und Stalaktiten. Was ist was? Ja, das weißt du, in Dale spielst du, da gibt's nur das eine. Ja, das heißt Ja, aber nein, es gibt doch Stalagmite. Ja. It's Pancake Time. Echt? Ja, weil das sagt Genius immer, wenn es der Ja, könnte ich mir jetzt nicht erinnern, aber wenn du das sagst, dann glaube ich Wie es ja spät ist es wohl. eigentlich schon, weil wir spielen das schon? Nein, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Wow, okay. Hey, ist das Wow. der Ausgang hier? Das ist der Gecko Moria. Ja, das ist der Ausgang. Neben. Ach, da sind wir reingekommen. A Roblet Grotto. Wer kennt noch von Pandemonium?
Fungusgrotto. Da hat es mich immer gebeutelt, wie ich schon den Namen gehört habe. Squid und Seeschnecken. Das ist ja nicht mehr so kompliziert, aber ich verlaufe mich ständig. Ja, Sorrow-Mode. Raute Sorrow-Mode. Es raute jetzt immer noch so lustig. Ja. Okay. Nein, ist nicht mehr lustig, es ist einfach normal jetzt, dass du das verwendet musst. Okay. Es gab mal Nein, ich habe über das Sorrow-Mode gedacht, nicht über das Raute. Okay, und Matkip schreibt da wieder. Es gab mal eine japanische Fanta-Werbung, wo jemand bei einer Insel auf einen Vulkan geworfen wurde. Wow. Und der Vulkan explodiert ist. Wow! Das klingt ja brutal. Bei uns gab's aber ist wahrscheinlich wohl lustig. Oder? Ja, stimmt. Die Fanta-Werbungen waren ziemlich lustig. Jetzt kommen wir wieder da, okay, das bringt dir gar nichts. Und da ist dieser komische Hebel. Ja, dann drück ihn einmal. Jetzt wird irgendwo was anderes. Flip the lever. Flip top. Oh. Jetzt wird das Wasser hier reingelassen. Ich habe doch nur den Router neu gestartet. Ja. Ja, der Router macht die Runden. Wie der 7 Zuseher. Bei mir ging das Internet nicht den ganzen Tag. Also ich kenne das schon. Ich weiß ja, wie das ist, wenn es Probleme mit dem Netz gibt. Das hatte ich heute und gestern. Naja, eigentlich nur heute. Weißt du, eigentlich auch gestern. Aber wenn ich schon vorhin von über One Piece gehört habe. Es gibt eins, was ich nicht verstehe bei One Piece. Wieso findet niemand das One Piece? Nein, es gibt ja diese einen komischen Filler-Arc, wo sie in dem Eis sind. Was? Aber wo diese Familie ist, wo die Flaggen. Dicke, der die Flammen sammelt. Ja. Die Flagge. Die Flamme. Aber der hat die Flammenfrucht, glaube ich. Ja, irgendwie so. Ja. Aber es gibt dann diese Brüder, die haben die Magnetfrucht gegessen. Ja. Aber wie geht das? Wir können zwei dieselbe Frucht essen. Ja, gleichzeitig. So über Tim und Struppi. Nein, nicht Tim und Struppi. Wie heißt das mit den Hunden? Du weißt ja, was ich meine. Die das Spaghetti essen. Ach so. Susi und Strolchi. Ja. Und so haben die das gegessen. Tim und Struppi. Warte, apropos Werbung. Da wir wieder viel über Werbungen reden. Ja, wow, ich habe mit der BLB eine Werbeindustrie möglicherweise. Ich hoffe. Aber kennt ihr die Werbung mit diesen Vögeln, die Hände haben? Oha, nein. Hast du nicht gesehen? Ich habe die einmal erst gesehen auf YouTube, aber das ist so lustig. Da ist so ein Vogel und der sitzt so halt im Baum und der redet irgendwas. Okay. Irgendwie macht er so die anderen Vögel schlecht. Oder er sagt halt so, die anderen sind halt nicht so gut, nicht so gescheit wie er. Man sieht halt so immer andere Vögel mit Händen, so Hühner und Gänse und so. Und dann, ich denke mir schon, was ist das für eine Werbung? Und am Schluss, dann holt er sein Tablet raus und dann ist irgendwie so eine Tablet-Laptop-Werbung. Er hat dann ein Tablet und da steckt er dann irgendwie eine Tastatur dran und dann sagt er, ich habe ein Tablet. Aber es ist da auch ein Laptop. Okay. Und das war irgendwie komisch, aber es war lustig, weil es Vögel mit Händen waren. Krank. Das kann jetzt nicht wehtun, weil das sind Schnecken. Das sind aber... Die haben ein ordentliches Gewicht, die Schnecken. Sind sehr gewichtig. Kann ich echt das Target manuell ändern? Keine Ahnung, aber... Ich werde es versuchen. Schau, jetzt fliegen Archie die Schnecken ins Gesicht. Das ist grauslich. Na, das ist wieder grauslich. Es gibt einen Weltrekord. Längste Zeit Schnecken im Gesicht. Ja, das ist wirklich grauslich. Meine Haare fliegen. Aber es gibt ja die verrücktesten Weltrekorde. Und das ist die neue Frage hier. Was, liebe Zuseher, auch du darfst antworten, keine Sorge. Okay. Was ist euer Lieblingsweltrekord? Mein Lieblingsweltrekord ist wohl oder übel... Verdammt, was gibt's denn alles? Dehnbarste Haut. Es gibt einen Menschen, der kann das wirklich so wie Ruffy, so dehnen, so... Raute Ruffy. Raute Backal wie Ruffy. Nicht lustig? Muss ich jetzt. Da musste ich jetzt selber kichern und du lachst nicht. Das werde ich mal merken. Das gibt Rache. Nein. Rache auch wieder nicht. Ich will ja mal nicht so sein. Ja. Squid, geben die wenigstens ordentlich Erfahrung? Ich meine, die halten ja ganz schön viel Treffer aus. Keine Ahnung, ob ich schaffe die Erfahrung. Keine Ahnung, da schau, XP. Das ist genug. Okay. XP. Okay. Ich habe auch zwei Squid bekommen. Echt? Kann man die essen? Ja, sicher. Und jetzt werde ich sie auch noch essen? Nein. A Tricky Chan. Das ist meine Lieblingszauber-DVD. Kann man baden? Nein. Wir müssen den Wasserstand lowern, nicht wahr? Ja, aber zuerst. Ah, ich hab's erfasst. Sehr gut. Es gab mal so eine Sitcom, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ist jetzt ein Kampf am Save Point? Ja. Na, da kämpfe ich nicht mit.
Es gab mal so eine Sitcom, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Und ich habe sie gern geschaut. Und da waren irgendwie so zwei ganz kleine Kinder. Ich glaube, es war eh Full House. Und dann... Ich hab gedacht, du lachst jetzt. Wenn ich irgendeinen Namen nenne, einfach deswegen, hab ich gedacht, du lachst jetzt schon. Okay. Ich glaube, es war Full House. Und irgendwie die kleinen Kinder dann so, sagen so gleichzeitig, wir müssen jetzt gleichzeitig sagen, du hast es erfasst, okay? Und dann so ein Gatschel. Ja. Du hast es erfasst. Achso, so komisch. Ja, ja, so urkomisch. Jetzt ein Zuschauer weg. Weil, ist ja weil fast, es nicht ganz synchron war. Das ist der Grund. Schon wieder der Grund. Der Grund. Der Grund. In Grund und Boden. Ich habe mir gestern angeschaut, ein Match. Ein Wrestling-Match. Hornswoggle gegen Matt Striker. Flip the lever. Flip top. Bankrott. Jetzt ist wirklich Bankrott. Und das macht es jetzt wahrscheinlich ganz niedrig. Und jetzt? Jetzt wird es abgesaugt. Es gibt so eine Peter Lustig-Folge, wo Peter Lustig in eine Höhle geht und dann taucht er in die Höhle und es ist ziemlich gefährlich. Wow, das macht der Peter Lustig. Peter Lustig hat ganz schön viel Action durchleben müssen. Also kann ich nur sagen, ja, Peter war schon lustig. Die letzte Folge, wo Peter Lustig vorkommt, ist auch lustig, jetzt wenn es angefangen. Peter Lustig kommt nur in den ersten 200 Folgen vor. Dann wird die Serie übernommen von irgendjemandem Neuen, aber ich weiß nicht. Wie viele Folgen gibt es dann? Mehr oder weniger? Ich glaube, es kommen eh noch neue Folgen raus von Löwenzahn. Ich bin mir aber nicht sicher. Matt gibt sagt, mein Lieblingsweltrekord war Meister Pokémon Merchandise von einem Besitzer. Cool. Cool. Ich habe selbst... Ich glaube, ich habe nur ein einziges Pokémon Merchandise und das ist ein Enton Plüschi. Nein, wir haben auch so Pokebälle. Echt? Ah, ich habe auch Pokebälle. Ja, ja, ich habe auch Pokebälle. Ich habe zwei Pokebälle. Und da waren drinnen diese komischen legendären Pokémon aus Generation 2. Keine Ahnung, wie die heißen. Aber die waren da drinnen. Mudkip sagt, in meinem BLB-Skript habe ich einmal irgendwann den Text Tetos TV geschrieben. Ja. Was könnte das heißen? Weil ich habe das vergessen. Fernsehen mit Kopf. Fernsehen mit dem Kopf. Ja, vielleicht irgendwie so Kopfkino. Das könnte irgendwie sein. Jetzt fällt der mir schon wieder runter. Weißt du, was meine Lieblingsline aus Amtscher Malemi ist? Was? Fell down again! Ja. Wie immer das Kastel runterfällt auf dem Kopf. Jetzt ist es besser. Auf einmal kommt irgendwie Wasser von oben. Stell dir das einmal. Hast das schon mal gehört? Nein, das ist auch so ein Mani-Spruch. Hast das schon mal gehört? Ja, ich hab's noch nicht gehört. Schau, wir schaffen es heute wirklich nicht, den Rekord zu knacken. Wir haben eine konstante 6 zu sehr. Oder auch 7 zu sehr hatten wir lange Zeit. Aber 8 waren es schon, werden es wohl nie wieder sein. Der neue Löwenzahn-Mod heißt, glaube ich, Fritz Fuchs. Fritz Fuchs. Also, da ist mir der Benny Weber ja lieber. Ich habe mir vor kurzem ein Interview angeschaut mit Benny Weber. Echt? Hast das schon mal gehört? Benny Weber ist ein netter Mensch. Ja, ist vielleicht mein Lieblingssynchronsprecher. Es gibt auch so einen Bekannten, der in jeden Anime-Film spricht, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab's Hannes vergessen. Maurer. Hannes Maurer, ja, ja. Ja, ja, ja. Ist ein guter Anime-Film Welcome to the Space Show? Hast du es noch nicht gesehen? Das spielt öfter im Fernsehen. Das spielt öfter im Fernsehen? Schau, jetzt drehen wir da auf und dann... Jetzt steigt's wieder, du Schlauer. Aber da ist ja ein Loch und jetzt... Achso! Wow! Who's there? Wer stört meinen Schlaf? Wow, wer bist du? Achso, das ist ein Ding. Ja. Dreckige Hunde! No. Jetzt geht's an. Ist wieder die coole Musik? Ja, sicher. Ja! Aber, aber ich hör's leider nicht. Kann ich ein bisschen lauter drehen? Das ist eine schöne Musik. Das ist meine Lieblingsmusik, das ist. Wow, Eissturm! Okay, wir sind jetzt ein bisschen anstrengend. Ich meine, das kann jetzt nicht zu schwierig. Jetzt klirrt's! Matt Kipstadt, Generation 2 legendäre Suikune, Entei, Raikou, Ho-Oh, Lugia und Celebi. Nein, es ist Entei, den habe ich. Dieser komische Löwenhund, was es ist. Dieser Löwenhund-Wolf-Dings-Strom, keine Ahnung. Ich glaube, es ist gar kein Stromtyp, ich glaube, es ist ein Feuertyp. Ich bin mir nicht sicher, ich hatte den nie. Ich hatte diese legendären, die irgendwie random manchmal auftauchen können. Die hatte ich nie. Von denen habe ich immer nur geträumt. Das hat mich getroffen.
Die Hitbox ist einmal wirklich zu groß. Radkep schreibt, Hannes Maurer, ist das nicht Terra Strong in Deutsch? Ja. Ja, nein. Ich sehe jetzt nicht die Verbindung. Aber vielleicht. Der teilt ordentlich aus. Was ist das? Ja. Yes. Echt? Ja. Er hat das Mint gezaubert. Ja, sicher. Habe ich noch nie gesehen. Hört die Musik jetzt, glaube ich, leider nicht. Wir müssen das irgendwie besser einstellen, dass man auch dann im Stream die Musik hört. Okay. Vielleicht hört man es eh ein bisschen, aber ich glaube es kaum. Weil man hört die Musik, ehrlich gesagt, nie. Ja, soll ich ein bisschen lauter drehen, oder hast du das dann wieder die Geräusche zu? Na, lass es halt einfach. Es wird schon. Wird schon gehen. Nächstes Mal, Hauptsache nicht dieses Mal. Hahaha. Der Klaus teilt aus. Ja. Mit dem Ifrit, ja. Okay, spricht Terra Strong so viel? Timmy Turner, Spike und Beyond. Ja, sie hat auch in Tales gesprochen. Was? Spricht jetzt für Hannes Maurer oder für Terra Strong? Terra Strong. Achso. Ja. Wow! Das geht direkt dran vorbei. Da schießt Ifrit mal wieder direkt an seinem Ziel vorbei. Und trifft nicht. Warum nicht? Kann es überhaupt passieren, dass er einfach so nicht getroffen ist? Ich weiß nicht, wieso er es nicht getroffen hat. Vielleicht. Schau, die Schnecke da unten. Die Schnecke. Kann ich Undine? Ah. Ach, hätte ich Tractor Beam machen können? Kann ich Undine? Ich weiß nicht. Ich hätte es so genau ausprobiert. Nein. Naja, beim nächsten Mal. Elementarer Geist gibt er noch mehr. Und Ifrit kommt immer noch. Wie heißt nochmal der Film, wo der dann am Surfboard gegen sich selbst kämpft am Schluss, auch gesprochen von Hannes Maurer? Brave Story. Den Film habe ich gesehen. Remoria. Gibt es irgendwie auch ein Sequel von Brave Story? Oder irgendwie? Keine Ahnung. Ich habe mal irgendwie was gesehen, was irgendwie ein Spin-off oder so war. Bin mir nicht sicher. Vielleicht täusche ich mich. Ich bettle euch an um eure Vergebung. Wie soll ich bitte um ihn sprechen? Ja, eh so. Okay. Was ist denn euer Desire? Kompensation? Ein Beschwörungspakt mit dir. Ja, dann machen wir das. Also, präsentiert mir den Aquamarienring und dann beginnen wir das Ritual. Entspreche ich ja und ihn wieder genau wie den Lundkrumm oder wie der hieß. Das ist egal. Ich spreche alle wie Lundkrumm. Hier und jetzt. Werde ich dir meinen Request, Spirit des Wassers, offen geben. Bei dem Kovarant vom Ring, möge dieser Spirit mir treu sein. Mein Name ist Keeling! Dreieckel, kommen wieder. Das Dreieckel, ja und noch ein Dreieckel, und noch ein Dreieckel. Keeling kann jetzt Undine beschwören. Sehr gut. Illuminaten-Volksschule. Wie viele Dreieckerl befinden sich hier? Das heißt ja auch. Als ob es jetzt irgendwie bedenklich wäre bei Illuminaten. Keine Ahnung. Ist es das? Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht sicher. Bei sowas muss man immer vorsichtig sein. Bei diesen Organizations. Was? Antidote? Ja. Ja? Ja, sogar auf Englisch. Ist das jetzt der Englisch-Badge oder was? Ja, ist es. Hä? Was? Nein. Ja, es ist aber nicht der Voice-Badge. Ist es echt die Full-Voice-Edition? Nein. Okay. Das hätte ja sein können, oder? Das ist echt die Full-Voice-Edition. Ja. Nein, aber die Full-Voice-Edition werden die Zwischensequenzen. Okay. Sprachen. Okay, Entschuldigung. Wenn wir schon bei Synchronsprechern sind, ich habe auch was herausgefunden. Archie hat dieselbe Synchronsprecherin wie Sunny aus der Brabba-Anime-Serie. Im Japanischen? Ja. Mika Kanai? Ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder um. Jetzt fällt es mir wieder um, der Hut. Der Sombrero. Jetzt sind wir hier fertig in der Höhle. Dann können wir jetzt Maxwell? Ja. Ja! Maxwell! Der Herr der Elemente, oder? Ja. Der Herr der vier Elemente. Der ist der Herr der vier Elemente. Das kann man so klar und deutlich sagen, nicht wahr? Ja, kann man. Mudkip Guy sagt, aber Half-Life 3 mag ich mehr als Meme.
Aber das ist nur meine Option, Onion, Option. Cool. Was? Was heißt Opinion, das? Opinion, Onion, Option. Opinion, Onion, Option. Cool. Aber was heißt das jetzt? Mehr als Meme? Was wird das? Das mehr mag als ich Meme? Mehr als Meme. Ja, das ist halt... Real, oder was? Ja. Dass man echt darauf wartet und nicht nur so Scherze macht. Ja. Ich fand Half-Life ist anders der... Ich bin jetzt nicht so der Ego-Shooter-Spezialist, aber Half-Life fand ich ziemlich cool. Also Half-Life hat mich schon bei Laune gehalten. Aber auch nur wegen der deutschen Synchro. Mhm. Nein, das ist gut, aber die deutsche Synchro. Hey, ich bin's, Barney von Black Mesa. Ich musste heute noch ein paar Leute verprügeln. So eine Stimme hatte der. Also einfach nur verrückt. Ja. Das Half-Life 2 war ein schönes Spiel. Ich muss es sagen, ich bin jetzt nicht der größte Ego-Shooter-Fan, aber Half-Life 2 war schön. Und auch Resistance war schön, ja. Es gibt auch schon ein paar Ego-Shooter, die ich mag.